Als Berater beim Minister tätig, brachte es auf den Punkt, als er in seiner Einschätzung über das Ende der NVA am 3. Oktober 1990 sagte, am 3. Oktober 1990 verweigerte die westdeutsche Seite der Ostdeutschen den symbolischen Akt der Würde, die alte Fahne einzuholen und die neue zu hissen. Den Einschnitt auch musikalisch durch das Abspielen der alten und dann der neuen Hymne zu markieren. Und jederzeit wurde in Deutschland von der Armee der Einheit gesprochen. Aber diese Armee der Einheit hat es nie gegeben. In der Praxis sah das grundlegend anders aus. Die staatlich verordnete Delegitimierung der DDR, die die Medienlandschaft der BRD aufgenommen hat, geht einher mit einem fortlaufenden Verunglimpfung und Verleugnung der NA. Einmalig in der preußisch-deutschen Militärgeschichte und eklatante Verletzung des Ehrenkodex einer jeden Armee war wohl die Strafverfolgung der gesamten militärischen Führung der NVA. In dem Prozess werden insgesamt 16 Generale und Admirale mit dem Minister der Nationalen Verteidigung an der Spitze von bundesdeutschen Gerichten angeklagt. Nach wochenlangen Verhandlungen wurden 10 Generale verurteilt, 6 Generale aus Gesundheitsgründen sind ausgeschieden und Freisprüche gab es nicht. Die Höhe des Strafmaßes der Verurteilten belief sich auf Freiheitsstrafen mit Bewährung bis hin zu hohen Haftstrafen von 7,5 Jahren für Armeegeneral Kessler und 5,5 Jahren für General Ostrelitz. Leibitz widerfuhr der Führung und verantwortlichen Mitarbeitern der Grenztruppen in einem gesonderten Prozess. Ungeachtet all dieser ernüchternden Tatsachen lebt unsere nationale Volksarmee nicht nur in den Herzen und Hirnen tausender ehemaliger Armeeangehöriger und Zivilbeschäftigte, sie hat auch im Gedächtnis ihrer vieler Freunde einen festen Platz. Wir halten die Erinnerung in unseren Armeen wach und pflegen in bester Soldatenkameradschaft ihre Tradition weiter. Es gibt unzählige Vereine, Verbände, Gemeinsamkeiten, Interessengruppen, Stammtische und lockere Organisationsformen, die das Erbe ihrer Teilstreitkraft, ihrer Waffenlandung oder ihres Truppenteils pflegen. Dazu gehört seit Beginn des Jahres 2013 auch der Verband zur Pflege der Tradition der Nationalen Volksarmee und der Grenzgruppen der DDR, der auch unsere heutige Veranstaltung organisiert hat. In der Gründung des Verbandes wurde immer wieder betont, er kam zu spät oder viel zu spät, wie einige meinen, aber besser spät als nie. Der Verband hat sich seitdem mehrfach arrangiert zu Wort gemeldet und sich die Traditionspflege ebenso an die Fahne geschrieben wie das Auftreten gegen Diskriminierung und Verleumdung. Der Aufruf Soldaten für den Frieden, der am
der vom Verband Gemeinheit und ihrer Gemeinheit 115 veröffentlicht wurde, hat außerordentliche Resonanz in Ost und West, ja sogar über Deutschland hinaus, ist gegenwärtig aktueller denn je. Heute, anlässlich des 60. Gründungstages der NVA, erneuern wir deshalb unser Bekenntnis für den Frieden im Sinne dieses Aufrufs. Wir bekräftigen erneut unsere feste Überzeugung, dass Kriege und Gewalt und unbewaffnete Auseinandersetzung untaugliche Mittel zur Lösung der die Welt bewegenden Probleme sind. Wir brauchen ein friedliches Miteinander mit unseren Nachbarn und allen Ländern dieser Erde. Wir brauchen ein friedliches Deutschland, ein friedliches Europa, eine friedliche Welt. Wir haben unseren Auftrag in Ehren erfüllt. Möge es künftigen Generationen gelingen, den Frieden der Menschheit höchstes Gut zu erhalten. Und ich glaube, sie hat jeden noch einmal daran erinnert, an das, was alles unser Leben war. Danke nochmals für uns.